Hallo Leute, willkommen bei der 100 Baby Challenge High School. Dies ist Teil 230. Und die Schulkinder sind alle nicht in die Schule gegangen. Ja, geht's noch? Na sowas. Da ist man einmal nicht zu Hause. Obwohl Jenny und Lena zu Hause sind und aufpassen könnten. Und die gehen einfach nicht zur Schule. Ganz, ganz schlimm. Aber immerhin, sie haben ausgezeichnete schulische Leistungen. Ja. Aber zweier Oberschülerin ist die Leonie und die sind Einzelgrundschüler. Okay. So. Ja, jetzt hat Jenny Zeit, sich hier um die Kinder, Kleinkinder zu kümmern. Ich denke mal, wir kümmern uns mal hier um deren Bedürfnisse. Oh, eigentlich ganz gut. Schicken wir den mal aufs Töpfchen. So, und was hat er für ein Problem? Schwelende Wut. Ah ja. Gut, das ist wieder dieses Phänomen, dass die praktisch ständig mit irgendjemand im Hader liegen. Weil die Beziehungen tiefgreifender gemacht wurden. Sehr schön, sehr schön. Nicht. So. Windel wechseln. Jawohl, hier. Oh, und was ist mit dem da Dings los? Zambo! Ja, Lena, was ist damit los? Weißt du, was da los ist? Pflege mal den Garten. Vielleicht ist er einfach noch zu klein. Und Lena, was hast du für ein Problem? So. Er ist traurig, weil sich von jemandem in der Nähe verletzt fühlt. Dann holst du dir hier mal was zu essen. Und Jenny kriegt einen Anruf von Dirk Wagner. Aha. Er hat ein Kleinkind adoptiert. Ja, wenn er sich damit nicht auskennt, hätte er vielleicht kein Kleinkind adoptieren sollen. Oder sich vorher mal informieren. Und Jenny ist sehr traurig. Aha, ein Freund verloren. Tja. Die anderen auch? Nee. Die sind aus anderen Gründen traurig. Ah ja, dann ist es vielleicht einer der Väter. Also... ja, einer der alten Väter, das sind dann die Kinder nicht betroffen. Naja, Jenny hat doch noch solche Tränke. Geh doch mal hier runter. So, und dann zisch dir hier diesen Trank rein. Na, sehr schön. Sie haben jetzt auch mal gute Gefühle erhalten. Und anschließend könntest du mal ordentlich einen kochen. Obwohl, nee. Wie ist es denn? 14.20 Uhr. Doch, dann lasse ich sie mal kochen. Ich hoffe, sie trinkt vorher noch den Trank. Mach mal hier einen großen Caprese-Salat.
Und ah, Pasta Primavera kann man immer gut gebrauchen. Schupasa, wo Jetzt es kommst du nicht an den will Herd ran. beam Schorg. Tja, zu blöd. So. Und so. Sehr gut. Ja, dann wird die Leonie auch gleich aus der Schule kommen. Und dann lassen wir die Geburtstag feiern. Und da habe ich schon mal geguckt. In der Hexenwelt gibt es kein freies Grundstück, aber es gibt ein Grundstück, wo zwei ihrer alten Schwestern wohnen. Oh. Theo kann das Wochenende genießen, da er zu den besten Landgrab-Grundschule-Schülern gehört. Vielleicht kann er trotzdem ein wenig Zeit opfern, um ein paar Zusatzpunkte zu sammeln. Ja, ich denke mal, ich mache die beiden dann zu Teenagern, damit die in die Highschool gehen. Mit denen gehen wir dann natürlich auch ein paar Mal in die Highschool. Oh, hier, yeah, er hat da ein Leuchtesternchen. So, Leonie, du darfst erwachsen werden. Und Leonie hat in der Schule Ärger bekommen. Oh, wenn sie so weitermacht, wird sie vielleicht rausgeworfen. Was hast denn du angestellt, meine Liebe? Sowas aber auch. Schlimm, schlimm, schlimm. Naja, jetzt wirst du erwachsen, dann juckt das nicht mehr. So. So. Jo, ich glaube, Hexenbestreben gibt es gar nicht. Oder? Mal gucken, hier mit Natur. Dschungelforscherin, ja, Gärtnerin, das kennen wir. Zaubertrankproduzentin, doch, es gibt Hexenbestreben. Und dafür könnte sie, tja, kreativ ist vielleicht nicht schlecht. Liebt die Natur? Ich mach mal liebt die Natur. Ich denke, das passt. Jo, sie hat auch den Abschluss gekriegt, bevor sie rausgeschmissen wurde. Mach mal neue Geburtstagskerzen hin. Jetzt kann man natürlich nicht mehr sehen, was sie da für einen Ärger hatte, aber das wollen wir eigentlich auch gar nicht so genau wissen. So. Ah, was mir hier jetzt gerade einfällt ist, die Lena, die haben wir ja schon Ewigkeiten im Haus, die ist ja ein Klon von Jenny, beziehungsweise ich sag so, sie sei eine Zwillingsschwester, damit man sich das besser vorstellen kann. Und die haben wir hier im Haushalt gehabt, damit Jenny verschiedene Jobs machen kann. Weil wir haben ja lange 100 Baby Super Sim Challenge gemacht, wo Jenny auch verschiedene Jobs hatte. Und irgendwann will ich das auch wieder aufgreifen mit den, ja, dass sie Jobs hat und vielleicht auch nicht immer zu Hause ist und so. Aber jetzt als nächstes stehen erstmal Babys an. Und eigentlich brauchen wir die Lena momentan nicht mehr. Die ist eigentlich zu viel hier im Haushalt. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ich sie ausziehen lassen soll und wenn ja, wohin? Und weil ich könnte ihr ja irgendwo ein kleines Häuschen gönnen und dann wohnt sie da. Und wenn Jenny dann mal wieder einen Job annehmen will, zum Beispiel als Polizistin weitermachen will oder als Ärztin oder sowas in der Art, dann kann sie ja auch wieder einziehen. Die ist ja dann nicht aus der Welt. Ja, und da schreibt mir mal, was ihr davon haltet.
Und jetzt werde ich mit Leonie in die Hexenwelt ziehen. Freebook. Wow. So. Und ich hoffe, das wird nicht so störrisch wie bei dem Umzug in die Vampirwelt. Und wir müssen uns vor allem keine Sorgen machen, dass es tags werden könnte. Es ist ja schon Tag. Weil als Hexe hat man ja kein Problem mit Tageslicht. So, hier wohnt der Chris in einem ziemlich kleinen Haus. Und hier wohnen zwei Schwestern von Leonie. Und ich denke mal, das wäre passender. Da müssen wir vielleicht ein bisschen umbauen. Ah, nee, ich will hier was anderes machen. Hier. Also, welche sind denn das? Die da. Gut, da soll sie hinziehen, in den Haushalt. So. Und dann geben wir ihr auch ein bisschen Startkapital mit. Glimmerbrook. Da, genau. So, und der Gerechtigkeit halber nehmen wir mal auch 40.000. So. Sehr gut. Und wir gehen die jetzt mal besuchen. Bin ich ja gespannt, wie sie mit denen klarkommt. Müssen wir auch mal gucken, wie die heißen. Aber die sind bestimmt aus der zweiten 100-Baby-Challenge. Denn die erste 100-Baby-Challenge, die war zu Ende. Ich stopp mal kurz. Die war zu Ende, bevor es das Hexenpack gab. Also sind die noch relativ neu. Ach, ich erinnere mich auch noch, wie ich hier ausgebaut habe. Jetzt müssen wir hier natürlich noch irgendwie erweitern. Und das Dach ist irgendwie auch unvollständig. Ja. Das sieht mir ähnlich. Das passiert mir immer wieder. So, wie erweitern wir das denn jetzt? Weil so hat man noch easy Zugang gehabt zu den beiden Zimmern. Ich könnte jetzt natürlich hier noch ein Zimmer dran bauen. Dann wird es aber immer klotziger. Oder ich baue da eins dran, wo man von der Küche aus dran kommt. Macht vielleicht mehr Sinn. Ja, obwohl... Von der Symmetrie her würde es sogar fast mehr Sinn machen, hier eins dran zu setzen. Mal gucken. Man könnte hier auch eine Tür reinmachen. Das ginge noch. Nur dieses Fenster wäre dann natürlich irgendwie... Ja, für die Katz. Dann, nur hier hat es ja Fenster. Die könnte man dann vielleicht ein bisschen breiter machen. Und der Baum müsste natürlich umziehen. So. Also, gucken wir mal. Ich mache das praktisch parallel zu diesem hier. Aber so, dass es da ein bisschen raussteht. Also praktisch so. Okay, gut. Und die Tür. Na, da könnte man nehmen, was wir sonst so für Türen haben, dass das passt. So, das Fenster kommt natürlich weg. Die schiebe ich hier mal eins zur Seite. So, und dann kommt dies hier hin, dann ist es da nämlich nicht zu dunkel. So.
Oh, und ich könnte vielleicht einfach hier diese Fenster. So hinsetzen und dann dieses hier. Dann hat sie nämlich ähnliche Fenster. Gut. Machen wir noch einen zweiten Satz Fenster. Naja, dann hat sie ein bisschen zu wenig Wandfläche, obwohl. Bim, 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 bim. Ist schon schöner mit noch mehr Fenster. So, machen wir hier noch so eins hin. Und jetzt hier so die Wandfarbe. So, da mache ich jetzt nicht allzu lange Feinvertüftelung. Denn ich will ja innerhalb dieser Folge fertig werden. So, nehmen wir mal hier so ein Bett. Und da gibt es dann vielleicht auch noch eine Alternative. Aber erstmal wird das einfach erstmal möbliert. Schreibtisch haben sie beide. Dann kriegt die Leonie natürlich auch einen Schreibtisch. So. So. Wunderbar. Ein Teppich, der ist eigentlich ganz schön. So. Ich glaube, ich habe damals versucht, irgendwie mit 20.000 auszukommen, weil das sieht alles so spärlich aus. Jetzt gucken wir mal hier noch nach ein paar Nachttischen. Der Stil ist eigentlich ganz schön. Gibt es da was Passendes? Hier vielleicht das in Weiß. Gibt es offenbar nicht in Weiß. Ich meine, dieses hier wird so ein bisschen hexenweltmäßig aussehen. So. Gut, und das Bett. Da haben wir ja ordentlich was dazu gekriegt insgesamt. Wobei, so viel Neues sehe ich jetzt gerade auch nicht. Aber mit dem Highschool-Pack kamen, glaube ich, ein paar ganz schöne. Und dies hier? Einigermaßen einfältiges Doppelbett mit Stauraum. Ah ja, das ist Highschool. Das finde ich hier ganz schön. Nehmen wir einfach mal dieses hier. So. Ja, die sind hier auch ganz zufrieden, denn die haben einen Fernseher. Sonst gönne ich denen ja meistens keinen Fernseher, weil die sonst immer nur Fernseh gucken. Die Anzahl der Küchensitzplätze reicht auch. Ich denke mal, die kommen so ganz gut hin. Vielleicht stellen wir ihnen noch so einen Hexenkessel in den Garten. Das ist bestimmt bei Aktivitäten. Tja, und dann Freizeit, ne, es ist schon Fähigkeit. Yep. Da ist doch einer. Sehr schön. Gut.
Jetzt natürlich noch das Dach, das ich beim letzten Mal so schmählich vergessen habe. So. Okay, jetzt guckt das hier nur ein bisschen raus, wie so eine kleine Gaube. Das ist okay. Das kopieren wir mal und setzen es hier hin. Und machen es entsprechend kleiner. Vielleicht mache ich es hier nach innen ein bisschen größer. Das sieht dann, glaube ich, passender aus. Ja. Wobei natürlich so ein kleines spitzes Türmchen gar nicht so schlecht wäre. Wir sind schließlich in einer Hexenwelt. Ja, das ist für diesen Zweck hier fast besser. Das gibt dem Haus auch ein bisschen einen interessanten Look. Er ist sonst schon sehr öde. Aber ich denke mal, die Wohnqualität ist bestimmt okay. Komm mal hier raus. So, damit wir dich hier mal vor deinem neuen Haus sehen. Der Sporttag des Cheerleading. Nein, ich will den nur ausblenden. Den komischen Feiertag. So. Na, die anderen sollten wir auch rausholen. Wenn wir schon dabei sind. So, sitzen natürlich am Computer. Mia und Laura sind es. So, hier hingehen. Und mal gucken, die sind immer noch junge Erwachsene. Na, das passt doch ganz prima, würde ich sagen. So, komm auch mal her. Du darfst gleich aufs Klo. Ich will euch dreimal hier zusammen sehen. Ah. Jo. Mach hin, stell dich da in die Mitte. Genau, wunderbar. Dieses Feiertagsding poppt bei jeder Gelegenheit immer wieder auf. So. Sehr schön. So. Gut. Danke für eure Geduld. Ihr dürft jetzt wieder machen, was ihr wollt. Ja, zum Beispiel auch Sit-Ups. So. Wunderbar. Aha. Ja. Ich denke mal, die Leonie ist hier auch ganz gut untergebracht. Und hier in der Nachbarschaft wohnt ja auch der Chris. Das ist das erste von den Babys über 100. Gucken, da ist er. Oh, das hatten wir damals dann auch irgendwie ausgebaut. Ein ziemlich verbautes Haus. Aber nicht geeignet, dass da noch mehr Leute wohnen. Da ist dieses deutlich besser geeignet gewesen. Und ja, und sie kann jederzeit auch easy in die Hexenwelt und sich dort fortbilden. Okay, dann werden wir mal in der nächsten Folge wahrscheinlich dafür sorgen, dass Jenny wieder schwanger wird, wenn nichts dazwischen kommt. Man weiß ja nie, schreiende Kleinkinder oder so. Ja, und ich hoffe, dass es dann auch bald die neuen Babys gibt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.